And with an eye to the future, tomorrow. Das ist mein Ding. Das war auch meins. In der bin ich im Bett gelandet. Haben Sie versucht, ein komplett neues Konzept zu bringen? Etwas, was es noch gar nicht gab. Ich glaube, das ist das, was ich am allerstärksten mit Nintendo in Verbindung bringe. Wie ich mich als Kind damals stundenlang angestellt habe, um so eine Demo-Kassette zu bekommen. Ja. Wo die war irgendwie nur so 8 Minuten lang. Ja. Monate bevor die N64-Konsole rauskam. Ich war auch so stolz drauf. Das war so geil. Und dann immer diese Slow-Mo-Aufnahmen, die an den Controller gedreht haben. Ja, wo es richtig Tiefen plötzlich hatte. Das war nicht mehr alles so flach und 8-Bit, sondern wo es richtige Grafiken drin gab. Als ich das erste Mal die Grafik vom N64 gesehen habe, dachte ich auch so, jetzt wird's mal. Jetzt Skynet erwacht zum Leben und die Welt geht unter. Ja. So fortschrittlich. Das war Turbo. Turbo geil. Ohne Witz. Also das war super, du konntest am Anfang direkt die Nase lang ziehen und so. Das war jetzt wird's 3D. Ja, jetzt geht's los. Wo ich es jetzt gerade so in HD sehe, war das doch relativ pixelig. Ne? Also in meiner Kindheit stelle ich mir das gerade alles viel schöner vor. Fotorealistischer vor. Damit haben die auch geworben, ne? Und das war so richtiges 3D. Da kommt man richtig schon, hoch und da genau, alles. Genau, du hattest eine richtig große Welt, die du überlaufen konntest. Aber man muss dazu sagen, Super Mario 64 war der Mario Meilenstein. Ich habe damals schon geredet wie ein alter Mann. Ich war gegen den Change. Mir war das suspekt. Ich wollte mein 2D haben. Stampfattacken, Doppelsprung, Rückwärtssalto. Wie stolz man dann irgendwann war, wenn man dieses alles so automatisch so floss einfach. Aber das Interessante war auch, du konntest halt ein Level so 5 bis 8 Mal durchspielen und hast jedes Mal eine neue Aufgabe bekommen. Ich dachte, wie kann er, wenn ich jetzt auch noch nach rechts, links und oben, unten, das Spiel muss ja unfassbar schwer sein. Und je nachdem, was die Zeit angezeigt hat, war andere Action im Level. Ganz genau. Die Blöcke stehen still oder bewegen sich rückwärts, vorwärts. Es war auch schwerer. Es hat mich, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, ne, ich konnte es irgendwann nicht mehr spielen, weil mir das zu komplex wurde. Einfach geil, wie viel Grips du für so ein Spiel brauchtest. Ne? Und heute? Heute wird so eine Closed Beta, dann eine Open Beta rausgelatscht und alles ist und dann noch ein Tutorial. Sowas gab es ja früher auch nicht. Bei so einem Ding gab es kein Tutorial. Das war halt, mach. Da gab es ein Booklet bei, aber da wurden immer nur Stampfattacken, wie gesagt, rückwärts und alles erklärt. Das war's. Das habe ich so gesuchtet. Da ist es doch. Star Fox. Da ist es. Geiler Soundtrack auch. Also richtig, du denkst ja, boah, Star Wars. Da, das sind die ganzen Welt. Du kannst einmal direkt durchfliegen oder halt so schräg und dann kannst du am Ende noch mehr Punkte sammeln. Oh, fantastisch. Bei dem Spiel, glaube ich, brauchte ich das erste Mal dieses Expansion-Teil. Das war dabei, das Rumble-Pack. Genau, nicht das Rumble-Pack, die Grafikerweiterung. Ach so. Für die Konsole an sich. Ich erinnere mich an das Rumble-Pack, das dabei war und das war geil. Zum ersten Mal hat er einen Controller, das kannst du vorher nicht. Dieses gibt's auch jetzt wieder in so einer aufgeschüpften Variante. Kann ich nur empfehlen, für ein 3DS. Für ein 3DS. Schön, oh mein Gott. Und dann hast du dich so gefreut, immer das Mutterschiff zu sehen und konntest mit dem Mutterschiff noch spielen. Mega. Das ist auch das ist ja immer oft ganz schwer für Spielehersteller, dass man dieses Trefferfeedback auch richtig kriegt. Ja. Und da war das so, wenn du eine schick platziert eine Bombe hattest, dann ist halt alles explodiert. Das hat sich so gut angefühlt. Ja. Kann ich nur empfehlen, ist wirklich gut. Ich will jetzt wieder spielen. Ich will auch, lass uns alle den Channel 64 holen. Die ist schweineteuer heutzutage. Ja. Die Spiele dazu. Golden Eye. Oh mein Gott! Reflections on the water. Das war indiziert. Echt? Ja. Das gab's nicht in Deutsch. Bestes Spiel. Das beste Bond-Spiel ever, ever, ever. Ich hab's leider erst 10 Jahre später in die Hand bekommen. Aber dann gespielt. Ja. Das war wirklich, wirklich krass gewesen. Für viele tatsächlich einer der besten Konsolenshooter aller Zeiten. Oh, die hatten schon Gesichter. Richtig. Ja. Die hatten auch richtig, da konntest du dann an den Leichen sehen, wo du getroffen hast und all sowas. Holy wow. Das war schon krass. Also das erste Mal so einen Shooter zu sehen, wo Personen darauf reagieren, wo sie getroffen werden, das war schon heftig. Ah ja, deine Uhr war das Menü, ne? Mhm. Geil. Das war auch schon, das wurde auch irgendwann weiter übernommen, ne? Ob die das wohl erfunden haben? Und war auch, glaube ich, eins der Spiele, das mit dem Expansion Pack in der Nintendo 64 funktioniert hat. Mhm. Also hast dann eine höhere Framerate gehabt, so einfach ein bisschen hübscher alles, ja. Ich glaube es, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oder Schattgang gab es auch? Ja, das Level auf dem Friedhof. Oh, übel. Ist ein bisschen wie Half-Life auf dem PC so, ne? Also sehr rudimentär, alles noch sehr einfach. Du hast wirklich ein tolles Feedback gehabt vom Schießen, Treffen. Ich habe es gar nicht so weit gespielt. Also ich sehe gerade hier Sachen, wo ich mir denke, wow, geil, ich muss es vielleicht doch nochmal probieren. In dem Dschungel habe ich irgendwann auch mal einmal aufgehört für eine Zeit, da haben mich immer so Selbstschussanlagen total also ja, okay. Mega genervt. Auch soundtechnisch, mega geile Atmosphäre, also. Das weiß sogar ich, als nie Zelda gespielt habe, das beste Zelda-Spiel aller Zeiten. In der Tat. Und da habe ich nichts weiter dazu zu sagen. Ohne diese ganzen Spiele wäre ich wahrscheinlich besser in Mathe und Co. gewesen. Es ist einfach grandios. Du hättest nichts weiter sagen sollen. Also
das war jetzt eben eigentlich fast scherzhaft gemeint, aber wirklich durch den N64 war ich einmal kurzzeitig versetzungsgefährdet, weil ich das nächtelang durchgespielt habe und mit Augenringen des Todes dann in die Schule und all sowas. Ich habe übrigens so Englisch gelernt. Echt? Mit Zelda? Ja. Krass. Also mit A Link to the Past, Tatsache. Als Zelda 3D wurde, aufgehört mit Zelda. Nee, ich bin immer treu geblieben im Leben. Ja. Bis auf einmal Majora's Mask für 3DS habe ich nochmal probiert und habe gemerkt, Zelda in 3D hat mich da nicht mehr gekriegt. Doch, das ist, oh, geil. Da, 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 da. Super Smash Bros. Ist an mir vorbeigegangen. Ich habe es erst für mich entdeckt, als die Jugend losging mit Trinkspielen und sowas. Super Smash Brothers. Ich finde diese Brawler-Idee großartig, ich habe sie aber nie wirklich gespielt. Und dann durch sowas, durch Partys und sowas, haben wir dann das mal gespielt und ich dachte mir, boah, das ist ja eigentlich ganz witzig. Wir nehmen alle unsere Franchises, packen sie in ein Spiel und machen ein Beat'em-up halt. Ne? Ja. Das haben wir natürlich auch gespielt, aber da war ich immer nie so gut drin. Und ich bin dann so ein schlechter Verlierer, der dann Spiele doof findet, die dann nicht so gut ist. Ja, ich habe auch nie verstanden, wie das funktioniert mit den Prozenten. Also manchmal passt das, manchmal nicht. Es klingt so simpel, aber darauf kam halt keiner. Balancing ist ein bisschen... Ja, vor allem hat aber auch niemand so viele verschiedene Franchises wie Nintendo zu der Zeit. Stimmt, mit der Hand als Gegner, das kenne ich auch noch. Und ich bin ständig aus den Leveln rausgeflogen, alle anderen können sich wieder zurückkatapultieren. Ja, genau. Und manche können auch so eine geilen Kombos und ich denke mir so, wie denn? Ja, Brawler-Spiele gehen immer. Damals konntest du ja an den Controllern auch so schön rumballern, ohne was passiert ist. How do you keep making the greatest games? GameCube, hattest du einen? Nein, den habe ich übersprungen. Aber es war auch der Controller mit den meisten Buttons. Dass du die Konsole nehmen kannst, deswegen auch dieser Griff an der Seite und mit der Konsole durch die Gegend rennen und zu den Freunden gehen kannst. Aber Grafik, ich glaube, seitdem hat sich Nintendo grafisch nicht mehr entwickelt. Aber ich denke, Alex hat bestimmt ganz viel zu GameCube zu sagen. Beim GameCube auch nur bei Kollegen gedaddelt. Ich hatte den auch nie. Mich hat leider die Farbe immer so abgeschreckt. Ja, das war nicht so männlich. Rogue Squadron. Also Rogue Leader ist das für den aktuellen GameCube. Rogue Squadron habe ich jetzt todes oft gespielt. Das erste Mal eine Konsole mit Scheiben. Und Videosequenzen drin, oder? Auf so eine CD hat was draufgepasst. Ja, stimmt. Ja, das ist der zweite Teil. Ja, ist mir aber egal. Ich habe den Vorgänger gespielt. Und zwar ewig. Stelle ich gerade fest, wirklich viel gespielt. Die Spiele waren auf CD da, ne? Ja. Das waren so Mini-DVDs irgendwie. Star Wars-Spiele, Knights of the Old Republic, ja. Nö. X-Wing. Und ich finde auch, GameCube hat so den Grafikstil bestimmt, den Nintendo ja immer noch fährt. Also wenn du dir das anschaust, denkst du, okay, es sieht aus wie eine Wii, sieht aus wie eine Wii U. Das war schon die Zeit, wo ich meinen ersten PC hatte und deswegen die Nintendo-Konsolen schon ein bisschen weg. Stilisierte, nicht ganz real, so immer sanft Comic. Ja, damit du nicht in diese Welt ganz abdriftest. Muss immer noch wissen, okay, es ist ein Spiel. Und Star Wars ist jetzt auch schon eines der krasseren Beispiele. Aber es sieht ja auch schon sehr viel flüssiger aus als bei mir, bei meiner Spielerfahrung. Das war schon echt gut. Das war so richtig, richtig hochwertig alles. War das Spiel eigentlich völlig auf den Film abgedreht? Nee, das war doch nur Merch und dann die Story war eine andere, oder? Was ist denn, was für ein Film soll denn das da gerade sein? Aber du hattest auch keinen GameCube zu Hause, ne? Das haben wir ja vorhin. Nein, kein GameCube. Aber auch bei Kumpeln. Also deswegen nur den Vorgänger davon. Bei mir in einer Umgebung auch wirklich wenig. Also GameCube war ist die habe ich am wenigsten Kontakt mit gehabt von den Nintendo-Konsolen. Ja. Hatten die wenigsten Leute. Super Mario Sunshine! Diese ganzen neuen Mario-Spiele habe ich nicht gespielt. Die Idee ist ja geil. Mario braucht Urlaub. Ja. Und alles geht schief. Und du musst mit deinem komischen, mit deiner Spritzpistole wieder alles sauber machen. Das ist mir alles viel zu verspielt und zu riesig geworden. Also mit jemandem hinten dran und irgendwelche anderen Knöpfe und. Es war schon mutig überlegt. Und das sieht man auch, darauf wurden dann Super Mario Galaxy und sowas aufgebaut. Das waren so diese ersten Grundsteine für die folgenden Teile. Da werden viele heute mit 20s Kids mit aufgewachsen sein. Und das muss man aber auch einmal oder Mario Galaxy bedient haben, um zu verstehen, dass das gar nicht so kompliziert ist, wenn sich alles bewegt und man läuft um den Planeten rum und so. Ist aber halt den gewachsenen Ansprüchen der Jugend von der Zeit geschuldet, nicht? Also, ja, absolut. Mal hier das Spiel, da siehst du halt, boah, ja, so sieht eigentlich, da haben die angefangen, diesen Grafikstyle zu definieren. Es ist ja, sieht ja auch mittlerweile irgendwie spannend aus, aber für mich war das damals einfach nichts. Für 2001? Das kannst du auch noch verkaufen. Das ist das Schöne, du, weil ich heute auch so nehme. Ja. Wind Waker habe ich mal ganz kurz angespielt, auf der Wii, als es die Variante für Wii gab. Aber irgendwie... Ist auch für mich kein Zelda. Zelda muss düster angehaucht sein.
Dann wird das Neue ja auch nicht so gefallen, ne? Das hat mich nicht so... Auch das sehr verkindlicht. Das Neue ist mehr realistisch. Okay. Das ist ja schon sehr kindlich. Können wir uns einigen, dass auch wenn wir es nicht gespielt haben, es bestimmt bessere Zelda-Teile gab? Mit Sicherheit, gut, ja. Haben wir. Ist das Low-Poly? Nee, wie heißt denn dieser Grafikstil überhaupt? Das ist einfach diese Cell-Shading-Grafik, ne? Ja, aber es geht auch Cell-Shading in etwas älter. Resident Evil. Strong Language. Hab ich nie gespielt, weil ich Horror-Spiele nicht mag. Resident Evil hatte ich nie den Bezug zu, weil ich konnte dem früher nichts abgewinnen, diesem Genre. So ein Horror, Misery, Thriller. Ja, Resident Evil 7 mit Witchelt. Lade ich dich mal bei uns ein, kannst du dir schön mit VR antun. Nope. Oh, yeah. Nope, nein, komm ich nicht. Sowas hatte ich eher auf PlayStation immer erwartet. Also gab's den ja auch, klar. Die Grafik wird langsam gut für Konsolen, hier an diesem Beispiel zu sehen. Ja, ich fand das toll. Das hat sich dann alles mit mir entwickelt. Ja. Ja, top. Ja, dafür, dass sie sonst immer so einfach waren von der Grafik her, ist das schon ziemlich komplex geworden. Warst du der 100% Durchzocker? Nee, ja. Nee. Ich freue mich immer, wenn die Story durch ist. Ich spiele auch, genau, ich wollte gerade sagen, ich spiele auch vieles einfach immer nur auf leicht, wo alle sagen, mit Glück und Spaß. Doch, ich will die Story erleben. Ja. Oh, da auch wieder ein Beispiel, was ich gesagt habe. Der DS, Nintendo DS. Bahnbrechen, ganz neues Touch-Konzept im Handheld. Und wie bei vielen Nintendo-Produkten am Anfang alle, ja, klappt eh nicht. Nutzt doch keiner. Never. Touch hat doch keine Zukunft. Funktioniert doch auch nicht. Nee, hat funktioniert. Ich hab die DS nie verstanden, muss ich zugeben. Professor Layton auch, was war das, so ein Adventure-Ding, ne? Du musst das irgendwie so anklicken, so Sachen einsammeln und also dadurch, wie heißt denn dieses Genre? Point and Click. Ja. Stimmt, das wurde ja auch ganz groß beworben, so als Gehirn-Jogging-Trainer oder sowas, ne? Das hier, Takeshi Miyamoto, nee, wie ist das Ding? Shigeo, wie, Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging. Gesundheit. Ja. Und das ist eine dieser technologischen Dinge, die Nintendo wirklich als erster ausprobiert hat und tatsächlich ganz auf Eier bewiesen hat. Komm, ja. Wir machen jetzt etwas. Genau, einfach mal machen. Einfach hinwerfen und gucken, was passiert. Ja. Ja, GTA, guck mal, geil. Ach, Chinatown Wars. Grand Theft Auto. Chinatown Wars gibt es mittlerweile auch für Android. Chinatown Wars, also GTA. Die haben das, die Merch-Rechte einfach nicht gekriegt. Genau. Ich glaube, beim GTA war die Umsetzung des Touches nicht ganz so stringent und cool, wie es zum Beispiel bei Layton gemacht wurde, wo du alles machen konntest mit den Rätseln. Ja, super. Chinatown. Mega. GTA ist ja auch bis heute ein Riesending. Contra war ja schon seit NES eine geile Spieleserie. Also bekannt für richtig gute Steuerung. Aber jetzt lerne ich ja noch Sachen kennen, die ich noch nie gesehen Lohnt habe. Lohnt sich. Also Contra kannst du egal welchen Teil spielen. Mhm. Was musst du machen? Contra? Na, im Grunde ist es der Vorgänger zu Far Cry. Ich wollte gerade Far Cry sagen, weil ich die Insel gesehen habe. Das sieht natürlich schon richtig geil aus. Du konntest schräg schießen und ducken und schießen und springen und schießen. Ach, komm, das war gar nicht so selbstverständlich. Da wurde der zweite Bildschirm tatsächlich richtig mit einbezogen und nicht irgendwie als Map missbraucht. Genau. Mhm. Da kann ich die Geschichte so erzählen, aber nicht auf dem 3DS, auf dem DS, sondern auf dem Super Nintendo. Da hieß er nicht Contra, sondern Super Predator, weil sie keine Menschen darstellen durften, sondern nur Roboter. Und natürlich super geile, detaillierte Welten. Da siehst du ja, das ist super geil. Also da saß einer dran, der richtig was konnte. Super Probotector. So bin ich Predator. Pixel Art, da kriege ich immer noch Gefühle. Also. Ja. Und so eine Leute, weißt du, die da wirklich sitzen. Das ist einfach. Also seit der NES, geil. Bomberman, muss ich zugeben, habe ich nur einmal und dann auch sehr häufig auf der 64 gespielt. Danach nie wieder. Ich wusste nicht, dass es das. Ist der ganze Gameboy-Bereich an mir vorbeigelaufen, oder was? Das war mit den Bombenstapeln und so weiter, ne? Ja, du konntest ja in den Gängen die Dinger explodieren lassen und wer da halt im Gang rumgelaufen ist, hat Pech gehabt. Ja, aber so sah das nur bei den klassischen Spielen aus, ne? Also... Ja, ich glaube, Bomberman sah schon immer so aus. Also du hattest weniger Tüdelü da drumherum, aber das war eigentlich so das Prinzip. Ich meine, die haben auf dem DS die Spiele gebracht, die auf dem Gameboy gut gelaufen haben und sich dazu etwas überlegt, wie man es auf dem DS ändern kann. Konnte da gerade durchlaufen, hat er das gemacht? Was hat er? Ja, der ist gerade über die Steine gelaufen. Die sind temporär verschwunden. In einer Temporalverschiebung. Halt auch das mit irgendwas, ich habe das 5-mal und 17-mal und diese Sonderregelung. Das ist halt Mann, spiel doch einfach dieses ganz normale Bomberman. So, das waren 45.000 Jahre Nintendo. Vielen Dank an den Flo von Rocket. QNerd findet ihr online auf YouTube und Twitch.
Und Links und Co. haben wir wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier auf Turner. Also, das ein Like da oder ein Abo.